Vor dem Urteil gab es die Beratung der Kammer und davor war ja das letzte Wort. Und das habe ich ja als Angeklagter vorgetragen. Wie hat dir das gefallen? Da hatte ich Schwierigkeiten, muss ich sagen. Okay. Also, da habe ich gedacht, was will er uns damit sagen? Okay, gut. Jetzt kann ja mal kurz ein paar Sätze daraus. Ja. Wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung nein, nein, sein. Nein, müssen wir nicht. Ja, wir sind ja nicht ganz geklont. Ne? Gott sei Dank. Also von wegen, das waren 4 Seiten. Es war jetzt nicht so lang wie bei anderen, die dann eine Stunde da fürs letzte Wort brauchen. Wer macht denn sowas? Ich weiß auch nicht. Also von wegen, ich habe angefangen, ich sehe dieses Verfahren als einen Hilferuf an und möchte entsprechend antworten. Ja, das war eine steile Aussage. Und dann gleich, ich nehme an, die folgenden Erkenntnisse haben Sie schon selbst in Erfahrung gebracht und verstanden. Also ich wollte hier nicht irgendwas Neues bringen oder belehren. Und dann habe ich das Rechtssystem mit dem IT-System verglichen und habe dann erklärt, wie man die Korrektheit von einem IT-System nachweist. Und habe ein Alltagsbeispiel gebracht und da kurz einen Ausschnitt, den lese ich mal vor. Ein Negativtest wäre das erfolgreiche Ausschalten der Lampe, denn was würde eine Glühlampe nützen, die man nicht mehr ausschalten kann? Ein weiterer Negativtest wäre, dass sich im ausgeschalteten Zustand die Lampe niemals selbstständig wieder einschalten darf. Auch muss geprüft werden, wie sich die Lampe am Ende ihrer Lebenszeit verhält und keinen Brand auslöst. Ich habe das gestern Abend im Telefonat noch jemandem vorgetragen und dann hatte ich die Lampe mit einem anderen Begriff ersetzt, den ich aber unter Androhung von der Todesstrafe hier niemals preisgeben werde. Also darf man ja selbst drauf kommen. Und dann hatte ich am Ende noch die Kehrwoche erklärt als im badischen Teil von Baden-Württemberg geborener habe ich dann die Kehrwoche erklärt. Und da gibt es eine Möglichkeit, also von wegen, es ist sauber, man putzt ordentlich und es bleibt sauber. Das ist so der zweite Fall. Und der vierte Fall, es ist sauber, man putzt nicht und es ist natürlich danach auch sauber. So, und jetzt habe ich das auf den Killer-Virus umgewandelt. Also der zweite Fall würde dann heißen, wir haben keinen Killer-Virus, also es ist sauber. Wir halten uns an die Maßnahmen, also putzen. Wir denken, die Maßnahmen sind nützlich. Ergebnis sauber, also wir leben noch. Der Fall 4, das ist quasi der Querdenker-Fall. Wir haben keinen Killer-Virus, also es ist sauber. Wir halten uns nicht an die Maßnahmen, also putzen nicht. Es ist weiterhin sauber, wir leben noch und haben bewiesen, dass die Maßnahmen wohl unnötig waren. Gut, das ist, sagen wir mal, eine idealisierte Form. Die Wirklichkeit ist doch ein bisschen komplexer, aber von wegen, man kann ja sagen, wir haben ja die Maßnahmen eher nicht so eingehalten und wir leben noch. Mhm. Jetzt ist die Frage, hatten wir Glück oder war der Killer-Virus halt doch nicht so tödlich? Vor dem letzten Wort gab es ja das Plädoyer des Verteidigers. Wie fandst du das? Hervorragend. Überhaupt, der Verteidiger hatte einen brillanten Auftritt. Ich fühlte mich versetzt in meine Jugend, wo ich dann häufig auch Fernsehen geguckt habe. Mittlerweile mache ich das ja eher selten und auch Filme angeguckt habe. Solche US-amerikanischen Gerichtskrimis mit Kreuzverhör und sowas. Und da dachte ich, meine Güte, also das hat ja wirklich so Ähnlichkeiten wie dein Anwalt, den die einzelnen Zeugen der Anklage wirklich auseinandergenommen hat und wie er sie konfrontiert hat mit ihren eigenen Handlungen und Formulierungen und diese Herrschaften dann praktisch regelhaft nicht mehr ein- noch auswussten, genau das, was sie verdient haben. Diese Leute, die aufgetreten sind, haben sich aus meiner Sicht ja auch mehrfach schwerer Vergehungen schuldig gemacht. Da kommen wir noch. Da kommen wir drauf. Also der Anwalt hat, wie ich finde, hervorragend genau diese Schieflagen derer herausgearbeitet, die behaupten, in einem quasi staatlichen Zusammenleben für unsere Sicherheit und für das Recht und für die Ordnung zu sorgen, und hat dargestellt, dass das schiere Gegenteil der Fall ist.
Der Verteidiger ist, sein Schwerpunkt ist nicht Strafrecht, von wegen, sagen wir, wir haben uns beide gut vorbereitet. Ich hatte auch einige Fragen vorbereitet, die er auch gestellt hat. Also ich denke, es war eine sehr gute Es Zusammenarbeit. war eine hervorragende Zusammenarbeit. Also das war wirklich sehenswert. Also es war, wenn du so willst, für mich als Öffentlichkeit und die anderen, war das ein echtes Schaustück, das man durchaus auch so genießen konnte. Und dazu trug dieser Verteidiger aus meiner Sicht maßgeblich bei. Der hat ja auch den Richter einbezogen, die Schöffen einbezogen, die Staatsanwälte. Nie unhöflich, immer äußerst höflich. Und wenn dann einer der sogenannten Zeugen pampig wurde, hat er dann auch sehr klare und deutliche Worte dafür gefunden. Höflich und bestimmt. Höflich und bestimmt, Jetzt ja. genau, wir gehen zurück. Vor dem Plädoyer des Verteidigers war das Plädoyer der Staatsanwältin. Gut, das entspricht meinen Erfahrungen bei Plädoyers derer, die sich Staatsanwälte nennen. Das sind ja weisungsgebundene Marionetten, die letztlich, also Kaufmäuler, die dann halt das sagen, wofür sie entlohnt werden und ihre Direktiven haben. Und man sieht ja auch, wie die dann da sitzen. Die sitzen in den Verhandlungen da, geben keinen Ton ab, fragen praktisch nie irgendwas. Man könnte unterstellen, dass es ihnen so wurscht ist, dass sie die Zeit halt absitzen müssen. Und um am Ende dann wie so eine Art Puppe oder sowas, oder wie nennt man dann diese Figuren mit die Batterie getrieben, dann ihre Sprüche von sich geben, Quark, Quark. In dem Fall ist es halt das, was ihre Vorgesetzten oder die Ideengeber, möglicherweise auch politischer Art, da vorgegeben haben. Vielleicht steckt da ja der Ministerpräsident Kretschmann dahinter als oberster Chef von diesen Leuten, vielleicht aber auch Frau Justizminister Di Marion Genkis, die ja Freundin ist von der Christine Strobel, geborene Schäuble und so weiter. Also man kann da ja allerlei unterstellen, warum die so handeln, wie sie handeln. Das ist das übliche lächerliche Gebaren einer weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwältin, die habe ich vorher nicht gesehen. Die Das kam ja heißt, ersatzweise. genau, von wegen, es wurde ja ein zweiter Termin gebraucht. Der erste war von einer Woche vor dem zweiten Verhandlungstag und dann hatten alle Beteiligten, die gefragt wurden, hatten keinen Termin. Also ich glaube, 10 Termine hat man abgeklappert und genau der eine Woche später zur gleichen Uhrzeit hat geklappt, lustigerweise. Aber da hatte der Staatsanwalt keine Genau, der Herr Zeit. Haas hieß der, der hat ja von mir eine Anzeige kassiert wegen Verfolgung Unschuldiger. Ich bin gespannt, was aus dieser Anzeige werden wird. Die Staatsanwältin, die dieses Mal da war, die Frage ist, was hat sie übernommen? Weil der Herr Haas hat auch nicht so viel notiert, Nein, oder? natürlich nicht. Aber sie ist auch ein Zielpunkt einer erneuten Strafanzeige. Die Staatsanwältin hat ja in ihrem Plädoyer für die übrig gebliebenen Anklagepunkte das Plädoyer eigentlich vom Amtsgericht übernommen oder die Strafe, die Höhe der Strafe. Also das heißt, die Verhandlung am Landgericht hat für sie eigentlich nichts gebracht. Genau. Also bizarr, es waren ja, glaube ich, 200 Tagessätze, die sie gefordert hatte insgesamt. Also man muss sich das mal vorstellen. 150. Kommen ja noch was dazu, ja. Also sie hat das aufaddiert, 150. Also es ist bizarr. Da kann man ja fragen, darf es noch etwas mehr sein, so wie bei der Metzgerei, noch ein Rädle mehr oder so. Also die Mentalität, die auch dadurch zum Ausdruck kommt, ist geradezu verachtens- und verabscheuenswert. Solche Staatsanwaltschaften gehören mit Stumpf und Stiel ausgerottet.